Ups. Aber es stehen trotzdem noch einige hier rum. Also es ist nicht so, dass wir später keine mehr haben, um die wegzufräsen. Ich manövriere hier auch gerade irgendwie durch die Bäume, aber es ist irgendwie nicht so ganz gelingen will. So, jetzt aber. Klappt's? Ja, ich muss halt nur den Anhänger anders wieder ausrichten. Da ist halt. Ja, wo fährst du denn lang? Ja, zum Wenden habe ich da auf dem Platz da keinen. War das so eng da, dass ich nicht. So Jetzt rum. fährt man lieber quer durch den Wald. Ja, ich komme halt hier am besten gerade rum. So, dann kann ich nämlich jetzt genau vorwärts hier raus. So, und rückwärts da ranfahren. Genau. Scheiße! So, genau, jetzt in den Ende, das glaube ich nicht. Das, den hier. So, jetzt geht's weiter mit dem Hexal. Hexal, 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 Hexal. Schön. Scheibenkleister. So. Wenn wir jetzt in die Krankamera gehen, würde es. Guck mal, guck jetzt so, wenn ich so würde es in der Krankamera aussehen, würde ich gar nichts sehen. Ja, das stimmt. Also kann ich ja nichts Aber das machen. hatten wir ja schon öfters, dass man bei irgendwelchen Perspektiven, insbesondere von der Innenperspektive, die Gerätschaften nicht richtig sieht. Ja, sonst an sich ist sie natürlich ganz cool, die Krankamera. Beim WF-Truck geht die auch gut, aber hier, wenn der Traktor so im Weg ist, dann. Wenn man halt da eine Stelle will, wo man den Baum von da nicht sieht, dann ist natürlich schlecht. Das ist klar, ja. Sötchen. Hä? Was haben wir denn hier noch für ein Abrillo? Irgendwie dieses ist auch gut gemacht. Da sind Stämme. Nein, Stümpfe sind unterschiedlich dick, so wie die Stämme. Echt? Okay. Also immer so, dauert dann auch länger oder wie? Ja. Oh, ich muss mich mit dieser Kransteuerung willst. Kannst du mit dem Kran gut umgehen? Naja, es geht. Die meisten habe ich vorhin mit der Dings rausgezogen, mit der Seilwinde. Da kann man ja gleich zwei aneinander hängen. Ich meine ja nicht rausziehen, sondern du hast ja in die Runge die eingeladen mit dem WF-Truck. Ja. Ja, da kannst du da gut mit dem Kran umgehen. Na, es ging. Und dafür, dass du so schnell warst. Paar habe ich aber auch da auf diesen Haufen da, wo du jetzt gerade von verarbeitest, gelegt. Ich habe die nicht So. alle in die Runge. So, okay, ich habe mich schon gewundert, dass ihr alle in die Runde. Boom, schon wieder eine. Na, jetzt ist er endlich schön. Jetzt ist er endlich mal schön ausgerichtet zum Reinsetzen. So kann das auch funktionieren. Und jetzt schön reindrücken. Und. Ah ne, scheiße. Ich habe ja noch nicht den Anhänger wieder unterm Entladerohr. Jetzt würde mir gleich wieder rot werden. Hast du vergessen? Den Anhänger unter das Entladerohr, beziehungsweise Entladerohr halt richtig auszurichten. So. Würde Sinn machen. Genau. So, jetzt aber. So. Also einmal den hier hin. Dann nehme ich mal den Merlo. Oder, ne, brauchst du nicht, oder? Den Merlo? Ja. Nee, den kannst du haben. Siehst ja gerade, ich bin hier am Häckseln, aber. Ich glaube, ich würde mich nicht trauen, mit so einem Teleskoplader hier an so einem Hang rumzufahren. Weil, was? Weil ich da Angst hätte, dass ich umkippt damit. In welche seitlich um? Ja, klar. Guck doch mal, wenn der so eingeschlagen hat und so einen sauschweren Stamm vorne drauf hat und dann noch am Berg. Ja gut, wenn du so seitlich stehst, ja. Der kippt doch gleich um. Aber wenn man den Baumstamm hier einmal richtig rausgerichtet hat bei dem Häcksler, dann klappt das auch. So, jetzt legt man einfach nur nochmal auf das Förderband und das Ganze geht von alleine und man kann sich den nächsten Stamm suchen. Ja. Also ich würde sagen, wir häckseln jetzt erst einmal, bis der Anhänger voll ist und dann gucken wir, wann wir das nächste Mal wieder häckseln. Ja. Wir haben ja noch Zeit. Ja. So. Scheiße.
Aber ich glaube, ich ziehe erstmal ein paar nach oben weg, weil es macht keinen Sinn hier unten. Ich komme da kaum dran. Jetzt habe ich mir schon die paar Stämme da so schön weggefräst, aber es hat trotzdem nicht so wirklich was gebracht. Ach, du wolltest die da mit Merlo, zerteilen und mit Merlo gleich holen, gell? Ja, ich habe die jetzt da die Stämme. Nein, nicht die Stämme. Oh. Die Stümpfe der Stämme habe ich weggefräst, dass ich da einfacher langfahren kann, ohne dass ich mich da dauernd irgendwie um welche drumherum fahren muss. Ja. Weil immer wenn ich drauf fahre auf so einen Stumpf, dann bleibe ich da dran hängen und teilweise kippt der dann um und rückwärts fahren geht ja auch nicht. Beziehungsweise schlecht. Du meinst jetzt mit welchem? Mit Merlo, beziehungsweise hier mit dem Fendt. Aber eigentlich wollte ich ja mit Merlo die jetzt rausziehen. Ja. Und um die dann da oben reinzulegen. Upsa. Hä? Ah ja. Eben geht es. Der nächste Baumstamm ist nun auf dem Weg in Richtung Ziel. Er bewegt sich näher zur Fräse und wird langsam. Der Baumstamm kommt seinem Ende immer näher. Dann will der Greifer nicht mehr so ganz mit. Hast du gerade einen Horrorfilm oder was? Nein. Hat sich so angehört. Der Tod der Baumstämme oder so? Der totale Zerstörung oder irgend sowas? Totale Zerstörung der Baumstämme? Vernichtung. Irgendwie so. Scheiße! Wo fährst du denn da? Ja, ich hab doch gesagt, ich will die hier hinlegen. Achso, ich dachte gerade, der wäre da im Baum, im Wald hochgestellt, aber das hab ich mich. Nein. So. Oh Mann. Ich weiß nicht, soll ich ihn fallen lassen oder nicht? Was eine Gurkerei. So. Krieg ich das hier? Jawohl. Jawohl. Komm, machen kaputt. 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 Ha. Ha. Ach, Kackbaumstamm. Ja, komm, klemm dich fest. Müssen wir nur noch anfangen zu hacken. Ich glaube gleich. Ja, es funktioniert. Kann man nicht die kleinen Baumstämme, die ganz Mini-Dinger auch weghäckseln? Geht es nicht auch? Was für Mini-Dinger? Ja, generell halt kann man die Baumstämme nicht auch, wenn mit dieser Fräse da, mit der Baumstammfräse nicht auch wegmachen. Ja, kann man. Würde ich nämlich auch gerne ein paar Mal machen, weil hier liegen diese, die ganz kleinen Spitzen, die sind so unnötig. Das ist mir eigentlich zu viel Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Die, bis ich die da angedingst habe und wie viel wir da am Ende da einen Ertrag da sozusagen in so einem kleinen Spitze rauskriegen, das ist mir eigentlich zu wenig, finde ich. Es lohnt sich nicht, die Arbeit da zu machen. Nee, die Menge macht. Ja, aber davon die kleinen, wenn ich ja so lange brauche, den da auszurichten und alles. Ja, musst du wissen. Ich kann doch die Spitzen abfräsen. Ja gut, aber der ist eh gerade hier der Traktor davor, von daher. Aber ich krieg gerade den nächsten schon wieder hin, das sieht schon mal gut aus. Ich mache Fortschritte im Arbeiten mit dem Kran. Sehr gut. Wir haben auch nicht mehr arg so viele Stimmen. Also es sind noch einige, aber es lichtet sich, sagen wir es mal so. Der Platz wird frei, ja. So. Aber der Kran ist nochmal so komisch gebogen. Wie gebogen? Ja, weil das irgendwie, keine Ahnung. Und dann der Greifer, der dreht sich immer so. Ich weiß nicht, ob ich ihn fallen lassen soll. Ja, dann passiert nämlich das. Dann muss ich ihn erstmal hier hinten wieder greifen. So. Genau das, was ich meine. Jetzt hänge ich wieder zwischen zwei Baumstämmen fest und komme nicht hoch. Und einmal häckseln. Häckseln, häckseln, häckseln. Sehr geil. Es funktioniert. Da fliegt das Häcksel gut durch die Luft. Ach, guck mal da, da kommt so ununterbrochen sogar durch. Sehr geil. So will man das. Na, das freut den Forstarbeiter. So, wie nennt man die Arbeiter, die im Wald arbeiten? Waldarbeiter oder Forstarbeiter? Geht eigentlich beides, oder? Die Leute, denen der Wald gehört oder bearbeiten, nennt man Forstwirt. Ich meine jetzt, ja, also die Holzfäller und die halt alles hier machen mit dem Häckseln und so. Waldarbeiter, Forstarbeiter, sowas.
das so funktioniert mit dem Häcksel. Hast du schon mal so ein Häcksel-Dings gesehen? In echt? Also außer jetzt im Video. Im Video habe ich sowas auch schon mal. Überlegen. Also im Video habe ich auch schon mal so einen Fendt irgendwie gesehen, der irgendwie so Hackschnitzel gut da hergestellt hat. Ja, einmal habe ich so einen gesehen. Die machen das auch mal mit Rückfahreinrichtungen. Ich habe auch schon mal so ein, aus dem Bild so ein Glaserion oder was das war. Ja, die sieht man häufiger vor sowas, weil du da halt die ganze Kabine drehen kannst. Okay. So. Irgendeiner müsste sich dann auch mal erbarmen, irgendwie so ein paar durchzuschnibbeln. Ja, ich mache erstmal das hier weg, also vorher mache ich erstmal gerade. Kann ich gerade erstmal nicht, ich muss jetzt mal hier ein bisschen Platz jetzt schaffen. Also dann fräse ich hier mal ein paar Spitzen von den Bäumen weg, ja. Wie jetzt? Ja, Baumspitzen. Baumstammspitzen. Gut, hier auf dem Platz bei mir brauchst du, ist eigentlich nur eine, die da weggemacht werden müsste. Nein, generell meine ich. Ach, du hast ja gesagt, dass sich das nicht lohnt. Ja, ja, das hat, also zum Häckseln lohnt sich nicht und dann brauchen wir es auch nicht zu verladen. Soll ich sie wegmachen? Ja, ja, die kannst du wegmachen. Das wäre mir jetzt zu viel Arbeit. Gut, upsala. So. Meinst du, ich kann noch zwei nebeneinander in den Häcksel-Dings da reinladen? Ich probier's mal. Guck mal, so. So schön müsste man die greifen. Immer schön mittig, dann neigt er nicht in die eine und auch nicht in die andere Richtung. Ja, dann mach's doch. Ja, ja, das geht halt nicht immer. Das kriege ich nicht immer hin. Aber so muss ich mal probieren, das immer hinzukriegen. So, ich probiere jetzt meinen anderen parallel dazu reinzuschieben. So. Guck mal, da ist auch wieder dieser rote Punkt. Ich weiß nicht, was der bedeuten soll, aber... Was für ein roter Punkt? Da an dem Baumstamm. Da so am Ende. Ja, aber weil wir den wahrscheinlich nicht durchgesägt haben. Nee, 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 das ist irgendwie so ein Punkt, der jetzt erst gerade gekommen ist. Ach so, was weiß ich. Und weg mit dem Baumstamm. So, wenn man die hier schön aufs Förderband legen kann, dann ist am entspanntesten. So, ich guck mal kurz bei dir vorbei, wie es hier aussieht auf dem Platz. Was machst du? Machst du die Spitzen weg gerade, oder wie? Ja, wenn ich mich hier jetzt nicht irgendwie festgefahren hätte. Na, hier unten liegen die aber noch kreuz und quer. Die da unten jetzt liegen mit dem dicken Ende nach unten, die fahre ich nach unten in die Runge. Ich mache einfach auch mal, damit ich auch mal so eins gezeigt habe, wie das geht oder wie das Wo aussieht. Ist denn jetzt hier? Ziehe ich auch mal einen Baum schon gerade raus. Ich krieg den Fendt hier nicht mehr weg. Wie viel bist du da immer drüber gefahren über die Baumstämme? Nein, nicht so weit. Nicht so weit. Weiter vor, weiter vor, weiter. Stopp. Jetzt stopp. Aber die bleiben doch stehen. Der bleibt stehen. Der Traktor nur beim Anfahren rollt er so ein Stück zurück. Ja, ja. Ach, scheiß Baumstümpfe, genau. Siehst du? Und deswegen machst du sie weg, ja. Halt! So. Ich will es auch gerade einfach mal probieren. Ich habe es noch nie gemacht mit dem Rausziehen. Oben wirst du wahrscheinlich auch nicht rumkommen. Na, der ist schwingt auch gerade irgendwie komisch hier in der Zange rum. Achtung, 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 Achtung. Was machst du denn jetzt? Ich drehe, damit ich ihn andersrum dahin legen kann. Kommst da nicht rum. Doch, der Platz ist hier groß genug. So. Wieso kannst du jetzt drehen? Bei mir hängt er sich immer auf. Bei mir fährt er dann immer geradeaus, obwohl ich nach rechts lenke. Da auf der großen Fläche dann, oder wie? Ja, generell, wenn ich irgendwo hinlenke.